Moin, moin da draußen. Heute wollte ich euch mal einen kleinen Test berichten von mir selber. Ich hoffe, dass ihr damit irgendwie was anfangen könnt und euch der weiterhilft. Nämlich habe ich jetzt versucht, mal im Alltag zu fasten. Und ich wollte euch einfach mal berichten, wie das gelaufen ist. Ja, und zwar habe ich angefangen letzten Freitag morgen. Ja, heute ist jetzt der Montagabend. Und ich habe jetzt eben gerade wieder was gegessen. Genau, und jetzt wollte ich mal berichten, erstmal, wie es gelaufen ist. Also, das Fasten war relativ gut, ja, bis zum Wochenende, also bis zum Sonntag ging das relativ gut. Ich habe vor allen Dingen, ja, fermentierte Sachen zwischendurch getrunken, beziehungsweise Kombucha, wer das kennt, das ist fermentierter Tee, um quasi dem Hungergefühl so ein bisschen entgegenzuwirken zwischendurch und das einfach einfacher zu haben. Das ging relativ gut. Ich habe ab und zu mal ein paar grüne Smoothies getrunken und auch normale Fruchtsmoothies, wenn das Hungergefühl zu arg wurde. Das hat immer eigentlich dazu geführt, dass es halt wirklich sehr, sehr angenehm war. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe wirklich bis zum Montagabend jetzt nichts gegessen. Allerdings wollte ich es eigentlich noch länger durchziehen bis zum Freitag und ja, jetzt habe ich leider auf der Arbeit den Ausfall einer Kollegin und ich ja, habe es einfach irgendwie, ich habe so eine Mittagsbetreuung, wo ich die ganzen Grundschüler halt betreuen muss und Leute, das ist so anstrengend. Also es macht total Spaß, aber es ist halt mega anstrengend und heute habe ich halt gemerkt, also wenn man nicht die volle Energie zur Verfügung hat und der Körper so ein bisschen halt auch in die Phase geht, dass er sich Energie aus den Reserven zieht und so ist man halt nicht ganz so fit, man ist ein bisschen langsamer und so. Ich habe halt gemerkt, es geht einfach gar nicht im Alltag kaum durchzuhalten. Also ist jetzt meine Erfahrung. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr bessere Erfahrungen gemacht habt, mir mal Bescheid sagen, warum das bei euch dann besser ging oder so. Also ich habe halt gemerkt, die Energie, also ich hatte schon Energie, aber halt auf jeden Fall nicht genug, um mit den Kiddies halt irgendwie klarzukommen, weil das ist einfach Grundschule und die sind halt mega energiegeladen und da müsst ihr einfach voll dabei sein. Naja, jedenfalls habe ich das dann heute abgebrochen und ich habe jetzt, das wird nämlich der nächste Teil meines Tests sein, also bis jetzt alltagstauglich, Fasten schwierig. Ich würde jetzt aus Erfahrung sagen, man kann es wirklich nur, wenn man sich Ruhe dafür nimmt, machen. Wie gesagt, wenn ihr bessere Erfahrungen gemacht habt, sagt mir Bescheid. Und der nächste Test ist jetzt auf jeden Fall auch durch ein Video von Silke Leopold roh zu essen. Also nachdem ich jetzt gefastet habe, gleich mit Rohkost einzusteigen und es mal auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Weil ich habe bis jetzt immer viel Rohkost versucht zu essen, aber habe mich aber auch noch gekocht, viel ernährt, weil es halt auch einfach immer gut geschmeckt hat. Und der nächste Tipp, den die Silke gegeben hat mit ihrem Freund, wo mir der Name gar nicht mehr einfällt, ich kann euch das Video auch nochmal unten verlinken, war weniger Salz zu essen einfach, weil ja, also so zumindest das Video von Silke und ich kann es schlüssig nachvollziehen, dass das Salz, was wir eigentlich wirklich brauchen, in den Lebensmitteln eh schon drin ist und vor allen Dingen in viel Gemüse Salz auch bio verfügbar drin ist. Das heißt, das kann der Körper auch wirklich verwerten und wenn wir Salz einfach so in chemischer Form zu uns nehmen, kann er gar nicht so richtig damit umgehen. Für mich passt es, ja, macht Sinn. Allerdings würde ich da jetzt nicht irgendwie sagen, das ist auf jeden Fall die ultimative Wahrheit, aber ich werde es auf jeden Fall jetzt probieren. Werde jetzt Rohkost essen und ich habe heute Abend angefangen, erstmal um den Magen so ein bisschen wieder in Schwung zu bringen mit zwei Bananen. Und habe danach dann, als ich gemerkt habe, okay, ist alles gut, habe ich dann mir ein Chili gemacht mit Tomaten, also ich habe drei Tomaten genommen, eine Paprika, habe dann das Ganze gemixt, habe dann noch reingehauen eine Stange Sellerie, richtig viel Knoblauchpulver getrocknet als Salzersatz. Also, das ist auch ein Tipp, den die Silke gegeben hat, den fand ich echt Bombe. Schmeckt richtig gut und auch noch getrocknete Zwiebeln auch als Salzersatz. Ein bisschen Chili, also Tabasco in dem Fall. Und Kurkuma. Und um das so dieses Chili-Feeling hinzukriegen, also von der Festigkeit her, habe ich dann richtig eine ordentliche Packung
Sonnenblumenkerne reingepackt. Das kann man dann auch je nach Gefühl mehr oder weniger. Und dann kriegt es so richtig diese Chili-Konsistenz. Also man könnte fast denken, es ist Fleisch, also die Sonnenblumenkerne. Man darf das aber wirklich im Mixer ordentlich vorher durchpürieren und dann am Ende erst die Sonnenblumenkerne dazu. Und das war richtig lecker. Und mit den getrockneten Zwiebeln und so, das kriegt ihr ja in jedem Supermarkt Gott sei Dank mittlerweile, könnt ihr auch je nach Geschmack mehr oder weniger reinhauen anstatt Salz. Und das Verrückte ist halt auch jetzt nach diesen ja doch 4 Tagen Fasten habe ich gemerkt, wenn man wirklich auch kein Salz zu sich nimmt, ihr schmeckt einfach wieder viel, viel mehr. Ihr schmeckt richtig mehr. Also ihr schmeckt wirklich alles raus. Und das fand ich auch schon echt spannend, weil man braucht das Salz dann nicht mehr so richtig. Also ich habe schon noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen Bock auf Salz habe, aber ich werde es jetzt einfach mal eine Zeit lang ohne probieren und mal sehen, wie sich das entwickelt. Und auch vor allen Dingen mal sehen, wie ich mit der Vollrohkosternährung umgehe und wie mein Magen das packt. Also bis jetzt war es immer sehr gut. Ja, und das mal durchziehen. Und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen, weil ich will halt einfach mal ausprobieren, wie es ist, sich roh zu ernähren, jetzt vor allen Dingen nach dem Fasten. Und das erleichtert mir auf jeden Fall jetzt vom Gefühl her, dass ich vorher gefastet habe, dass ich jetzt quasi diesen Umschwung von noch gekochter Ernährung auf Rohkost mache, weil der Magen halt, also ich hatte sowieso mega Hunger einfach. Und deswegen war mir das eigentlich vollkommen egal, was ich da jetzt esse. Und es hat einfach auch geschmeckt. Und wenn man das andere gerade gewohnt ist, aber echt nach 4 Tagen Fasten seid ihr einfach nur noch hungrig. Das ging mir jedenfalls so. Und ja, mal sehen, was draus wird. Also der erste Teil war jetzt erstmal Fasten im Alltag, hat nicht geklappt. Und das war mir einfach zu anstrengend. Und der nächste Teil wird jetzt sein, wie kommt man mit der roh-veganen Ernährung klar? Obwohl ich mich schon jahrelang jetzt vegan ernähre, auch mit viel Rohkost, aber es ist ja doch nochmal was anderes. Genau. Und bis jetzt muss ich sagen, das Fasten, auch wenn es jetzt nicht weiter geklappt hat, ich wollte es ja eigentlich 7 Tage machen, war auf jeden Fall ein positiver Effekt. Also ich habe irgendwie auch gemerkt, dass mein Körper wirklich mal an seine Reserven gegangen ist, was ich vorher irgendwie so gar nicht gekannt habe. Ich wollte es halt eigentlich immer schon mal machen. Und jetzt habe ich es gemacht und ich kann euch das halt echt nur empfehlen, um mal wirklich mal auszutesten, wie lange hält man das überhaupt aus ohne Essen. Weil viele, denke ich mal, das noch nie erlebt haben, außer im Nahen Osten oder in Afrika und so weiter. Und um einfach auch dem Körper mal ein Signal zu geben, du kannst auch mal was einspeichern und du hast nicht immer ständig alles zur Verfügung. Und vielleicht bewirkt es das auch, dass man mal wirklich auch mal was einspeichern kann im Körper, und das dann in den ganzen Organen gespeichert wird, die Energie. Also in der Leber wird ja viel gespeichert. Viele denken ja mal Fett, das stimmt aber nicht. Und dass man mal wirklich gucken kann, wie viel Power man dann hat. Weil ich denke jetzt einfach so, wenn ich meinen Körper dazu bringe, dass er halt merkt, er muss ab und zu mal was einspeichern, ja, weil er mal nichts kriegt. Dann hat man auch in den Phasen, wo dann wirklich mal was nicht da ist, oder man macht mal wirklich eine längere Wanderung oder so, und dass man dann, wenn man mal länger nichts isst, ja, auch wirklich die Power hat, die man braucht. Das ist ja auch eine Art Training so für den Körper. Das muss ja gar nicht so extrem sein, aber wenn man wirklich mal irgendwie 2, 3 Tage, 4 Tage nichts isst oder so, nach Gefühl dann auch länger und sich dann an dieses Fasten mal rantastet, und ich denke mal, es ist ja nicht ohne Grund in jeder Religion weltweit irgendwie auch mal dieses jährliche Fasten, und wenn es nur Süßigkeiten und irgendwie oder irgendwas anderes weglassen, Alkohol, Süßigkeiten weglassen, ist sowieso, glaube ich, ziemlich gut, das mache ich eh schon. Habe ich auch durchweg positive Erfahrungen mit. Vor allen Dingen mit Alkohol, nein, mit Süßigkeiten. Ja, und dass man das halt auch irgendwie nochmal ausweitet, und ja, das kann ich echt nur empfehlen. Probiert es mal aus. Sagt mir mal Bescheid, wie eure Erfahrungen da sind, wenn ihr jetzt sowas schon mal gemacht habt. Und mich würde halt vor allen Dingen interessieren, wenn jemand dabei ist, der gesagt hat, ey, ich habe es im Alltag gemacht und es ging trotzdem und es war gut. Oder auch wenn es schlecht war, mal schreiben, wieso. In dem Sinne, macht's gut. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen.